So, hallo. In diesem Video möchte ich euch mal das Handy Sony Ericsson K850i vorstellen. Also ich finde die Tasten hier unten, die sind ganz okay. Man muss sich allerdings etwas daran gewöhnen. Ja, also die Kamera von dem Handy. Es ist eine 5-Megapixel-Kamera, Cybershot. Ja, die ist auf jeden Fall sehr gut. Auch die, im Dunkeln kann man gute Bilder machen, dank dem Blitz hier. Und hier hat es auch noch ein Fotolicht. Also es macht ziemlich gute Bilder. Ja, dann gehen wir mal im Menü. Ja, der Menü. Hier haben wir zum Beispiel die Medien. Können wir uns mal anschauen. Hier zum Beispiel Fotos, Musik, Videos, halt was wir alles halt haben, können wir hier so anschauen. Genau, also hier ist der Touch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Organizer gehen, gehen wir hier auf den Touch. Das ist ein sehr guter Touch. Der muss nicht schwer drücken, also ganz leicht nur. Zum Beispiel hier gehen wir auf Dateimanager. Hier können wir zum Beispiel unsere Dateien durchsuchen, eben nur auf der Speicherkarte oder nur auf dem Telefon. Ja, dann hat es so kleine Programme wie zum Beispiel Stoppuhr, Leuchte, Timer, Notizen schreiben, Aufgaben, Kalender und so. Ja, hier Wecker. Dann wollte ich mal die Kamera zeigen. So, wir müssen hier erstmal Speicherkarte im Telefon einfügen, aber kann sie auch auf dem Telefonspeicher abspeichern. Also es macht ziemlich gute Bilder, muss man sagen. So, ja, vielleicht sieht man es nicht auf dem Video, dass es ein gutes Bild ist, aber auf jeden Fall ist das 5-Megapixel-Bild ziemlich groß. Und hier auf der Seite auch haben wir auch einen Schnellzugriff. Ich zeig's mal. So, ich beende mal die Kamera. So, jetzt sind wir im Menü und wir können hier in der kleinen, hier ist so eine kleine Taste, die können wir mal drücken und dann öffnet sich auch gleich die Kamera schon. Und wir haben hier oben eben einen Knopf, wo wir das Bild auslösen können. Das ist auch genial gemacht, finde ich. Und ja, hier können wir auch zwischen Foto- und Videomodus gleich wechseln. Wir schieben einfach den Regler eins weiter, dann haben wir im Videomodus und noch eins weiter, dann können wir uns die Bilder gleich anschauen. Wiedergabemodus. Genau. Und hier über den lauten leiser Knopf Tasten können wir die Kamera heranzoomen oder halt eben nicht. Genau. Und das Handy kostet jetzt ungefähr so 150 Euro. Was noch vielleicht interessant ist, wir können hier mal unten aufmachen. So, hier ist der Akku und hier die SIM-Karte, Steckplatz und hier, das ist interessant vielleicht, hier können wir eine M2-Karte rein tun und eine Micro-SD-Karte. Also das ist auch genial, also für zwei Karten kann man hier in dem Handy hier rein tun. Ja, und dann einfach so zuklappen. Zack. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Handy. Und hier oben haben wir eben den An- und Aus-Knopf. Drücke ich mal. Geht das Handy auch schon an.